Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, in der letzten Folge haben wir diese riesige Ruine erkundet und den einen Dude, der dafür verantwortlich war, erledigt. Warte mal, ist seine Waffe eigentlich besser als meine? Ist ja ein wegestreuen Ding gewesen. Aber ein verzaubertes. Der ist deutlich besser. Ist aber auch ein Zweihänder. Okay, ich will aber keinen Zweihänder. Der ist aber auch besser als meins. Reitkolben. Wieso ist der besser als... Wo ist das sonnengeborene Ding? Minus 6 einfach. Okay. Hat das was mit einem Level zu tun? Auch, dass die dann besser werden? Nutzen wir mal den Steinkolben, wenn der mehr Schaden macht. Vor allem gegen die letzten drei, die da vorne doch chillen. Von den Verlorenen. Na, ihr? Habt ihr mich vermisst? Hier sind zwei Bogenschützen. Wie der Sound ist. Krieg ich den noch weg? Okay, den haben wir auch noch geschafft. So. Silberstahl, Silberstahlbogen. Silberstahl? Ist das besser? Silberner Stahl? Mentalismus-Experte? Sternlingshelm? Und noch ein Sternlingsschild. Oh! Kriegsaxt? Schlachtaxt. Kriegsaxt. Okay, macht nochmal 5 weniger. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Wir müssen zurück nach Ark. Wir müssen unsere Vorräte aufstocken. So, und einmal speichern. Ui, da haben wir was. Ah, ich bin zu weit vorne gewesen. Ich war jetzt hier so halb weg. Ich muss die Kamera anders positionieren. Was ist das für eine Riesenspinne? Sandspinnen? Süßen Spinnenkönigin. Ja, machen wir erstmal ihre Babys hier weg. Okay, bis jetzt überlebt. Speichern. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das überlebe. Noch mehr Spinnen. Ich bin vergiftet worden. Gibt es hier noch mehr? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr von den Spinnen. Da sehe ich einen Löwen? Einen riesigen Löwen.
Ist hier auch noch was versteckt? Drei Löwen. Okay. Diese Geräusche. Hier ist vorhin Pfeile. Lambis. Lebensabruption. Markloser Smaragd nehmen wir mit. Weg ist vorhin Stiefel. Wo genau sind wir jetzt? Hier. Okay, aber ich habe jetzt das Echsenviech, die Riesenechse, nicht gefunden. Nach der wir gesucht haben. Also soll Tyris? Ich glaube, wir werden den früher oder später so oder so über den Weg gehen. Kann das sein? Den ganzen Dingern da. Mythischen Wesen. Und von den Büchern haben wir ja jetzt... warte mal, hier haben wir doch... Ja, komm, egal, nehmen wir. Mentalismus, Entropie, Elementarismus, Handwerksbuch, Verzauberung, Experten, nee. Oder doch, komm, nutzen wir. Dann Schlechter von Arg, wo haben wir die? Den müssen wir noch nutzen, den müssen wir noch lernen, den müssen wir noch lernen. Den Rest müssen wir verkaufen. Beziehungsweise sind so wenig wert, wir können die wegschmeißen. Mythen, Legenden, die Riesenechse, Aschewitwe, der blinde Schürfer. Dann Schlechter von Arg, Buch 9 und 5. Kalian. Ich muss schauen, wo ich die Bücher vom Schlechter vom Arg hingetan habe, wem ich die verkauft habe. Damit wir die wieder vollzählig haben. Ich will die alle lesen. Ich will jetzt wissen, was mit dem auf sich hat. Vielleicht finden wir den Schlechter von Arg selber auch noch. Die zumindest eine Reinkarnation von ihm oder so. Wie man es auch nennt. Warte mal, wir haben doch Zauberbücher, Schriftrollen, Teleport nach A. Teleportieren wir uns einfach mal. Ich glaube, die Echse finden wir nicht mehr. So, wo war... Gebt auf euch Acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Wie spät haben wir es? Okay, ein paar Stündchen müssen wir schlafen. Gegenstände zerlegen, mal gucken. So, Schattenstahl.
Aus roter Sonne können wir Schattenstein machen, aber ich. Die rote Sonne will ich behalten. Das können wir wegmachen. Nee, den behalten wir. Nein. Aus Weg. Ah, hier. Weges treuen Helm. So, die Stiefel können wir zerlegen. Den behalten wir und die rote Sonne behalten wir. Okay, aus nicht magischen Gegenständen können wir das machen. Ach so, in der Truhe haben wir nur die Dings. Haben wir hier noch irgendwas drin? Hier haben wir die ganzen Sets. Hier ist nichts drin. Hier haben wir auch nichts drin. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Nope. Ich gehe mal in unsere andere Hütte und gucke mal, ob wir da irgendwas eingelagert haben. Die Musik ist ganz anders jetzt hier in Ark. Die ist wirklich anders. Düsterer der Soundtrack. So, Haus der Toten. Gucken wir mal hier, ob wir hier irgendwo die Bücher reingetan haben. Ich hoffe, ich habe noch den Schlechter von Ark irgendwo. Also ein paar. Buch 7 der Krake. Vielleicht. Irgendwo werde ich doch auch die Dinger gelagert haben. Ein Dralerisches Erhabenengewand. Das da. Erhöhte Rhetorik um 9 Punkte, 9% bessere Händlerpreise. Habe ich die Bücher hier nirgendwo gelagert? Oben vielleicht? Wenn man hier runterfallen würde,
Als Normalsterblicher, dann wär's vorbei. Ich guck einmal in meiner sicheren Truhe, ob da noch was ist. So, hier müsste er, glaube ich, sein. 1, 2, 3, der Pfad. Schlechter von Ark, Buch 2, der Namenlose. Kalian habe ich jetzt zweimal. All die toten Seelen, der Aufstieg. Stellen den Wächter, ich nehme das auch mal mit. Ja, Kalian haben wir jetzt zweimal. Der Namenlose, Kalian, all die toten Seelen, der Aufstieg. Welche Bücher hatten wir denn schon? Ich muss die Bücher wieder zurückkaufen. So, 3 Stunden müsste reichen. 8. der Hungertage. Ark gab aufs Edelwaren, okay. Wir gehen einmal jeden Händler ab. Guten Tag, schönes Fräulein. Und jetzt verkauft ihr was? Artefakte? Wie zum Beispiel kommt ihr da dann? Ich habe ein Band des Schlechters von Ark gefunden. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Erstmal das. Aber sicher doch. So, der Set der Scharlachroten nach. Auge der Scharlachroten nach. So. Wir brauchen davon ein bisschen. Teleport nach Ark. Ich kaufe mal ein paar davon. Alter Foliant, plus 1 Wissensbuch. Gewährt euch plus 1 Wissenspunkt. Okay, ich kaufe erstmal davon noch nichts. Der hat das nicht. Sichere Straßen euch. Hat er hier sonst noch irgendwas? Das Leben des Torgen Wisperzunge, Band 1, haben wir ja. Wer bist du? Kera Gabov. Okay, er läuft mir jetzt hinterher. Das ist doch immer dasselbe mit hat er vielleicht Männern. Irgendwas? Oh, Schattenerz. Hier geht's ja auch noch weiter. Ich brauche unbedingt dieses neue Kräuterelixier für meine Haare. Oh, die haben hier ein Kind. Hi. Ich hoffe, er steckt da jetzt auch fest, wie ich gerade am Feststecken war. Banktresorschlüssel 2-2. Ein Pokal? Er hat's hochgeschafft. Oh, automatisch gespeichert. Okay, perfekt. Ich hier vielleicht was? Ich will jetzt nichts klauen, was mir jetzt nichts bringt. Groschen haben wir mehr als genug. So, aber ich muss die Kamera ein bisschen anders positionieren. Einen Moment. Hmm.
So. Bello! Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Funkfürsten Feuerblitz. Schreitet wohl zum Gruß, hallo! Euch hier zu sehen macht mich froh, denn ich sehe in eurem Gesicht, ein Stab sucht ihr, der nicht zerbricht. Und den habe ich im Besitz. Bei Funkenfürst und Feuerblitz. Da habt ihr wahrscheinlich sehr lange dran geübt, das so auszusprechen. Euch kenne ich doch. Ihr seid zurück. Was kann ich tun für euer Glück? Das ist doch schön. Zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass ihr in Reimen sprecht? Oh, sie, was seid ihr neugierig? Wollt meine Sprachmarotte erkunden? Doch ihr vergeudet eure Stunden. Mein Geheimnis erfahrt ihr nicht. Der war nun aber wirklich schlecht. Ihr habt recht. Eure Frage kam einfach etwas unerwartet. Das ist alles. Beim rechten Weg, darauf hätte Duril doch wirklich kommen können. Jetzt ist es mit meiner lyrischen Glaubwürdigkeit dahin. Ach, keine Sorge. Aber naja, wie sagt man so schön? Übung macht den Meister. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ach, das Geschäft lief die letzten Monde nicht sonderlich gut. Das ist alles. Kaum noch Reisende. Und die Arkanisten des Ordens haben sich seit der Rückkehr von Großmeister Aranteal ziemlich abgeschottet. Tja, und da ich einen Sohn zu füttern habe, musste ich mir was einfallen lassen. Der Tipp mit den Gedichten kam von meinem Schwager Doril. Er ist schon viel herumgekommen und hat auf Kile den Vortrag eines dortigen Geschäftsmannes besucht. Wer heutzutage erfolgreich sein will, der braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand erinnert sich an den generischen Händler mit seinen faden Sprüchen, selbst wenn er mit Arcanem handelt. Ach, und die Dichterei ist euer Alleinstellungsmerkmal? Korrekt. Sagt, was ihr wollt, aber euer Besuch bei Funkenschlag und Feuerblitz wird euch sicher eher in Erinnerung bleiben als der bei dieser Ziege Steinschlag am Marktplatz. Ja, da kommt hin, ja. Wie freundlich von euch, so zu fragen. Derzeit kann ich wahrlich nicht klagen. Wär bloß mein Knab Merell da nicht. Der Bub versäumt stets seine Pflicht. Den ganzen Tag, ihr könnt mir glauben, rennt er umher mit diesem Gör. Das Haus jedoch lässt er verstauben und nichts verschafft mir sein Gehör. Gabov, so heißt die kleine Ziege, ist frisch aus Neerim eingetroffen. Vom Vater kriegt sie keine Hiebe. Der Kerl ist eh ständig besoffen. Das hat sich am Ende nicht mehr gereiht, aber okay. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Die werde ich mir auf jeden Fall noch merken. So, wie viel Groschen hat die? Die hat 1800. Eine Wehrrobe. Okay, was hat die hier? Ambrosia. Genesungstränke. Okay, hier Alchemie, Verzauberung, Elementarismus, Lichtmagie, Mentalismus. Hier, okay, hier, was hat die hier für Bücher? Eispfeil. Es sind einige Zauber, die wir noch nicht haben. So einiges. Aber ich will davon jetzt auch nichts kaufen. Ich will gucken, ob die irgendwas anderes Besonderes hat. An Büchern. Okay, erstmal... Kann ich ihr was verkaufen? Das hier. So, ich glaube, das war's. Danke für eure Zeit. Mesdames, ich glaube, ich habe einen Brief für euch. Ein Brief von wem? Einer jungen Frau, aber fragt mich nicht, wie sie heißt. Nun entschuldigt mich, ich muss weiter. Schreitet wohl. Wir haben einen Brief bekommen. Versiegelter Brief. Mesdames, ich bedauere die Art und Weise, wie unsere letzte Begegnung geendet hat. Und ich würde gerne unser weiteres Vorgehen besprechen.
Treff mich im falschen Hund in der Unterstadt. Ich werde dort warten. Grüße, Dijan. Ah, okay. Egelose. Das geht jetzt auch weiter. Egelose. Aber ich brauche noch was. Mirellas Alchemistenglück. Hi, Mirella. Zeig mir eure Ware. Ja, selbstverständlich. Hier irgendwie was? Nee. Oh, den Wolfsblutrezept haben wir noch nicht. Okay. Segen des Lebens, Rang. Hier. Ist hier sonst irgendwie was? Achso, das. Ja, okay. Die hat aber 2000 Groschen. Was kann ich ihr andrehen? Teleport nach Ark. Haben wir 11 Stück. Kurmais Höhle. Terne Ohren. Ach, Datteln sind so. Okay, dann weg damit. Dämonenherz behalten wir. Feuervogelei. Hühner. Wenn das auch so ein Scheiß ist, dann weg. Laubmöwenei. Brauchen wir nur ein. Leersalze, Anfälligkeit. Brauchen wir noch für irgendwas? Laubvogelei. Roter Windwurz. Salz. Noch ein Vogelei. Wind. Mist, egal. Ich kann hier aber nichts anderes andrehen. Aber wo war jetzt der Antiquitätenhändler nochmal? War das der hier? Die Bibliothek oder Bibliothek? Vielleicht die Bibliothek hat irgendwas? Malfas zum Gruß, Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Zeigt mir was ihr habt. Aber gerne doch. Okay, der kluge Junge, die Wegestreue, der Pfadbuch 1, das Chaos, das haben wir noch nicht. Und Buch 3? Okay. Habe ich nichts angedreht? Den und diesen hier haben wir zweimal. Okay, 5 und 9 haben wir zweimal. Hat er vielleicht hier auch so ein Buch von Mythen und Legenden, der blinde Schürfer? Hier haben wir den. Vielleicht hat er hier irgendwo auch noch Magische Disziplin, Lichtmagie? Vielleicht hat er hier noch was vom Schlechter vom Ark. Das ist hier aber geil aufgebaut. Okay, das war jetzt zu weit. Aber es hat sich ein bisschen bewegt. Hier. Ja. Schlüssel zur Bibliothek wurde im Inventar hinzugefügt. Erzählung des Wanderers, der dunkle Hüter. Ich will ihm jetzt nichts klauen, also unnötig klauen. Da. Achso, Feuerklauen. Banktresorschlüssel 2211. Mythen und Legenden, die Aschewitwe haben wir schon. Magische Disziplin, leeres Pergament. Er hat aber Vertrauen, dass er mir nicht hinterhergelaufen ist. Wo ist die Tür? Da.
haben wir nur dessen Tresorschlüssel. Schreitet aber wohl. War hier nicht ein Dingens, Antiquitätenhändler hier oben? Ja. Zum fetten Leoren? Hm. Also. Hier Reishaus. Das Badehaus. Das ist mein Haus, aber gab es da hinten vielleicht noch? Ein Laden oder so? Da mehr ist das Haus? Und dann direkt hier mein Haus. Haus der Toten. War hier kein Antiquitätenladen? Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Gab es unten einen Antiquitätenladen? Oder das da? War das ein Antiquitätenladen? Perpetuum Theater, achso. Hier ein Wachturm. Das da. Haus der Schauspieler. Haus der Schauspieler? Da waren wir noch gar nicht drin. Schauspielerin. Moment mal. Ihr... Ach, einerlei. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Kile. Nicht wahr? Eure Haut. Sie ist... Naja, anders. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Meine Mutter, ja, aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Nerim, verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Eure Nippel gucken Stimmt raus. Es denn, dass in Kile selbst die Türgriffe der Armenhäuser vergoldet sind? Ich habe gehört, der Zuckerinselbund ist so reich, dass sie genügend Söldner bezahlen können, um es mit der Armee der Seraphen und dem Götterorden zugleich aufnehmen zu können. Kile besteht aus einem Haufen raffgieriger Halsabschneider. Ja, sie haben Gold zum Abwinken, aber verstehen nichts von Großmut und Ehre. Es gibt viel Reichtum, aber ebenso viel Armut. Mehr als hier, würde ich behaupten. Verstehe. Das ist natürlich schade. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Schreitet wohl? Interessantes Gespräch. Warte mal, ich habe doch dasselbe Outfit. Oder nicht? Ich hoffe, wenn ich das anziehe, das hier. Okay, es sieht vernünftig aus. Immerhin. Ich hatte jetzt Angst gehabt, so dass dann da auch die Nippel raushängen oder so. Hoppala. Ich habe nichts geklaut. Ich schwöre. Ich benötige einen Schlüssel. Gibt's hier einen Schlüssel? Hier wohnen die Schauspieler? Die tun mir aber leid. So, aber gab es hier nirgendwo einen Antiquitätenladen? Viehzeit Knobelkiste. Ah, hier. Schreitet wohl, Mesdames. Er ist ein Eterner, Galabagadadananka. Zeigt mir eure Ware. Ihr habt die Groschen, ich habe die Ware. Okay, Sterlingspfeile. Pyrrhischer Helm. So,
Ja, ich will jetzt keine Baupläne. Aber ihm kann ich dann wahrscheinlich was andrehen. Hier, den darfst du haben. Ja, den darfst du auch haben. Genauso wie das. So, die Eterna-Schuhe. Eterna-Helm. Assassin-Kapuze. Magie-Stromgrube. Hier, die Pyrrhischen Schilder. Okay, er hat nicht mehr genug. Möge sein Licht euch leiten. Aber er ist doch der Antiquitätenhändler, oder nicht? Hat er hier was? Alter Dynamo? Noch ein alter Dynamo? Hier noch Eterna-Sachen? Ob ihr das wohl Sternling-Sachen. Hat er hier nichts Besonderes? Klaue oder sowas? Wir suchen ja eine Klaue auch irgendwo. Vielleicht hat einer von denen ja sowas. Irgendwo versteckt. Stahl, Tränke, Karten, alles, was der wagemutige Abenteurer benötigt. Kommt und seht selbst. Okay, schade eigentlich. Was ist das? Wachtum, okay. Irgendwie schade. Was ist das hier eigentlich? Ah, Bank. Aber ein Bereich, wo man nicht hin darf. Na los, geht weiter. Ja, ja. So, was ist das hier? Fleischerei. Lasst euch nicht von den falschen Bannern im Haft. Ihr seid Abenteurer, oder? Oh, nun schon mal auf Melee? Diese erstarrten wollen. Habt dort. Ihr das gehört? Hat mir mein Papa angeblich soll das Anwesen des alten Mannes einfach verschwunden sein. Weiß der schwarze Wächter, was das zu bedeuten hat? Okay, ich muss wahrscheinlich dem, ihr oder den Typen da hinten die Bücher verkaufen. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, erstmal gucken. Hier sind die Handwerksbücher, aber hier... Okay, aber erstmal denen dann wahrscheinlich die anderen Sachen andrehen. So. Den kann er sich nicht mehr leisten. Das sind die, die wir jetzt doppelt haben, ne? Das kann er sich nicht leisten. Den hier noch. Ach, hier, um einen Groschen darfst du haben. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Was mit euch? Mal fast, aber immer doch. So, hier, hab ich hier einen der Bücher verkauft? Oder muss ich die wieder neu finden, von den Schlechtern vom Ark? Schreitet wohl! Lederwaren? Hab ich dem vielleicht auch was verkauft? Oder ihr? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeigt mir eure Ware. Natürlich. Okay, ihr drehen wir auch noch unseren Schweiß an. Hier, den darfst du haben.
Den darfst du haben. Ach komm, hier. Wir haben schon genug Sets. Die darfst du eigentlich auch haben. Die werden wir eh nie nutzen. Nein! Einen muss ich jetzt zurückkaufen. Ja, jetzt ist sie stinkreich. Dankeschön. So, das darfst du haben. Thoriumerz hier. Schattenstahl muss ich noch zurück einlagern. Okay, ich glaube, mehr habe ich jetzt nicht, was ich ihr andrehen kann. Jetzt habe ich Verlust gemacht. Elumunds Schneiderei. Aber ich will jetzt raus, von wem ich alles die, Stoffe, Roben, Stiefel, die feinsten von Kilee bis nach Endera. Schreitet wohl alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Okay, Kommt wieder. Irgendwann. Wem habe ich jetzt die Bücher verkauft? Ich hoffe, ich kann die auch wirklich zurückkaufen. Ich brauche die Bücher jetzt. Jetzt, wo ich mir sicher bin. Hier, du vielleicht? Morales Segen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch. Lebt wohl. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriften... Er könnte noch was haben. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeig mir, was ihr mal gut dies hat. Und das. Schaut einfach selbst. So, hier? Schreitet wohl. Warte mal, Goldfurt? Goldfurt. Er ist da, willkommen, der, den willkommen. Ich suche. Wie kann ich euch behilflich sein? Warte mal. Mann. Schlüssel der Händlergilde. Da ist was. Diesmal hat's geklappt. Der Händlergilde. Ist das hier die eigentlich? Goldene Sichel Händlerhaus. Wo ist die Händlergilde? Das ist mein Haus, oder? Ja, das ist mein Haus. Er ist. Er hat was mit der Asche. Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Schreitet wohl. Konto der goldenen Sichel. Habe ich ihm vielleicht noch was verkauft? Ich glaube, Goldfurt ist ja, das mit dem Dings. Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Ja, ja. Ich schaue. So, okay, der hat nur Zauberbücher. Schreitet wohl. Oder wir haben das beim Hehler unten verkauft. Hallo. Hallo. Erstmal gehen wir in ein Fremdenviertel. Ich weiß jetzt nicht, wo ist eigentlich die Dingens, die Händlergilde? Falls hier einen gibt's. Madame. Madame.
Wachhaus. Hatte nur hier hinten einen Eingang? Wachhaus? Ja, sieht so aus. Mesdames. Das anscheinend auch hat keinen Eingang. Was ist das eigentlich für eine Hütte? Immer noch nicht glauben, dass dieser Kroarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Hut und Pfusch AG? Hier war eine bisschen Buchhalter Tivin. Was ist die Schraube, Hut und Pfusch AG? Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker, sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraube, Hut und Pfusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Okay. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Bis demnächst, vielleicht. Bis demnächst, vielleicht. Buchhalter? Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Okay. Ich hatte gedacht, hier gibt es jetzt auch irgendwie Quests oder so. Okay, hier sind dessen Schlafzimmer. Ach, ich bin da. Okay. Madame. Monsieur. Das führt nach draußen, oder? Ins Herzland, okay. Kroarek, Arantia. Zwei Namen für dasselbe. Wo ist denn aber die Händlergilde? Ach, wir sind wieder hier. So, gute Dame. Da. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Okay, Brezeln machen wir wieder voll. Cremetorte, Dattelkuchen, Krustenbrot. Und unvergleichliches Brot. Muss ja wieder voll werden. Aber wo ist die Händlergilde? Hier geht's ja auch noch weiter. Eisenfuß Schlosserei. Schön, euch zu sehen. Ah, hier, ja, kenne ich. Hier waren wir schon mal. Für den hatten wir mal eine Quest gemacht, was diese Schatulle auch anging. Bleibt stehen auf der Stelle! Ihr habt gegen das Gesetz verstoßen und das gleich mehrmals! Zahlt auf der Stelle euer Bußgeld oder ihr landet im Gefängnis. Wurde ich erwischt beim Stehlen oder wie? Warte mal, Statistik, Verbrechen? Gesamtes Kopfgeld, größtes Kopfgeld, Schlösser geknackt. Taschen ausgeraubt, Taschendiebstähle,
Strafen bezahlt. Ich habe gerade ein Kopfgeld von 50 oder 40. Müllermann? Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks! Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib arker Brot versenken! Schreitet wohl! Schreitet wohl! Die grüßen mich nicht mehr! Ich glaube, ich gehe einmal kurz zur Bank. Dann können die gerne das, was ich geklaut habe, mir abnehmen. Geht weiter. So, einmal die Schließfächer hier absuchen. Stehen auf der Stelle! Ihr habt gegen das Gesetz verstoßen und das gleich mehrmals. Zahlt auf der Stelle euer Bußgeld. Okay, hier haben wir es nicht. Hier haben wir jetzt auf. Hat er gestohlen? Okay, Oh ja. Lesen Brief? Karik, die übliche Bezahlung für deine Lieferung. Ich erwarte die nächsten Ingredienzien zum vereinbarten Zeitpunkt. So. Habe ich sonst alles? Achso, das ist mein Bankfach. Hey, ihr seid doch keinen Schritt weiter. Moment mal, ich kenne euer Gesicht. Habe ich gerade ein Kopfgeld oder habe ich jetzt gerade kein Kopfgeld? Ihr habt euch eines Verbrechens gegen Enderal, seinem Volk und Malphas selbst schuldig gemacht. Zahlt auf der Stelle euer Bußgeld oder ihr kommt in den Kerker. Ja, immer mit Ruhe, ich zahle 5 Groschen. Gut, aber es ist Malphas und der rechte Weg, dem ihr trotzdem Buße schuldig seid. Sucht einen Tempel auf und bittet um Vergebung für eure Sünden. Und macht so etwas nie wieder. Na, keine Sorge. Achso, ich war jetzt im Gefängnis? Okay. Madame? Jetzt sind sie alle wieder nett. Okay. Grüße. Warte mal, haben die mir den einen Schlüssel weggenommen jetzt? Hier, Schlüssel. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die haben mir den Schlüssel weggenommen.
Okay, dann bleibt jetzt uns nur noch eigentlich Unterstadt einmal abzusuchen, wem ich da was verkauft habe. Danach haben wir ja da noch eine Hauptquest, noch eine Questreihe, was die Relate angeht, die wir noch weitermachen müssen. Aber ich will jetzt den Schlechter von Ark vervollständigen. Madame? Und ich will das noch rausfinden, was das mit Goldfurt auf sich hat. Weil wir haben da, als wir dort waren, das mitbekommen mit dem... Schreitet wohl! Die Klaue, die wir brauchen, ist der... ist die Hand von dem... von dem Fürsten aus der Geschichte. Ist das keine Drachenklaue? Das ist die Klaue von dem Fürsten, der verflucht wurde und hier in Ark leben soll. Das hochwohlgeborene Sonnenkind stattet uns ein Besuch. Kann das sein, dass ich die Hand mitnehmen muss und dann gegen die Aschewitwe kämpfen? Hallo. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Hier. Lasst mich ein. Ja, ich lasse euch in Frieden. Hier haben wir aber einen Händler, den wir brauchen. Hm? Der Hehler, die beiden zusammen tanzen. Da seid ihr ja. Ich hatte schon Sorge, der Kurier war seine Groschen nicht wert. Das würde meine Erfahrung in diesem wunderbaren Land abrunden. Setzt euch doch, nehmt einen Zug. Das macht die Örtlichkeit erträglicher. Okay, komm, machen also. Wir. Also. Gut. Aber ich mache hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank. Machen wir es kurz. Ich will, dass ihr mir helft, den Grünskarabäus zu finden. Und ja, ich weiß, dass wir unsere Differenzen hatten. Entschuldigt meinen Auftritt in der Sichel. Mein Zorn richtete sich eigentlich nur gegen diesen arroganten alten Narren und nicht gegen euch. Ihr habt nur Befehle befolgt. Und ich kann verstehen, dass ihr mir nichts sagen wolltet. Jedenfalls ist mit dem Diebstahl des Skarabäus jegliche Verhandlungsbasis des Bundes mit der Sichel verschwunden. Simpel gesagt, es gibt keinen Grund mehr für uns mit Gorschenfürst Geschäfte zu machen. Ja, okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.